Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia Wise of the Sinistrids. Wir befinden uns immer noch im Turm der Wahrheit, aber eigentlich dürfte es nicht mehr so weit nach oben gehen. Den Bossschlüssel haben wir schon gefunden. Und jetzt sind wir, glaube ich, wirklich ganz oben im Turm angelangt. Turm der Wahrheit, 5. Stock. Und das sieht doch sehr nach Ende des Turms aus. Und da steht schon Iris. Mal schauen, was sie zu sagen hat. Ich bin hier, Iris. Der Spiegel der Wahrheit befindet sich hinter dieser Tür. Wenn deine Gefühle für Maxim echt sind, wirst du dich im Spiegel sehen können. Eine Sekunde, zuerst möchte ich noch wissen, was du Maxim fragen wolltest. Was Maxim für dich und du für ihn empfindest. Liebt ihr euch wirklich? Meine Gefühle für Maxim sind echt. Maxim, wie steht es mit dir? Wollen wir reingehen, Selan? Ja. Na, nix wie rein. Kurzer weg. Warum schiebst du die Beine in diese Richtung? Wer bist du? Ich bin Adia. Du bist ein Elf, nicht wahr? Ja, ich lebe länger als ein Mensch und spüre Dinge, die ein Mensch nicht spüren kann. Willst du bitte meine Frage beantworten? Ich schiebe sie nirgendwo hin. Ich will nur die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ja, die Wahrheit. Es ist meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Okay. Das ist also der Spiegel der Wahrheit? Hm. Maxim, es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Selan, du vertraust mir, oder? Natürlich tue ich das. Ich vertraue dir auch. Ich bin nur hier, weil Iris etwas gesagt hat, dass... Es ist witzig, ich vertraue den Worten meiner geliebten Frau. Und trotzdem beunruhigen mich die Worte einer Fremden. Selan, selbst wenn du nicht im Spiegel zu sehen bist, vertraue ich dir trotzdem. Danke, Maxim. Es tut mir so leid. Ich hätte es wissen müssen. Du hattest recht. Ich hätte mein Vertrauen in dich verloren, falls du nicht im Spiegel zu sehen gewesen wärst. Wie absurd. Meine Frau traue dir natürlich mehr als diesen mickrigen Spiegel. Selan. Lass uns zurückgehen, Maxim. Ich weiß jetzt, was ich für dich empfinde. Entschuldigung, dass ich euch störe, aber... Es sind Monster im Anmarsch. Komm schnell zurück. Oh, und da sieht man sie im Spiegel. Die Rücken zumindest. Oh, Drachen. Und Endboss-Time. 3 Eisdrachen. Aber ich glaube, die waren jetzt nicht so schwierig. Dämonensog, was kann das denn? Mach du mal eine Bombe auf alle 3. Ach, wir haben ja noch Ego-Kraft 2 mit dem Kristallhand. Sehr schön. Sicherheitshalber, ich weiß nicht, ob die physisch oder magisch angreifen. Deswegen erstmal Courage auf alle drauf. Selan kann mal eine Phönix auf die 3 zaubern. Und Atea, greif du mal einen Eisdrachen an mit nur dabei. Die sind ziemlich schnell und hauen einfach mal eben Sunny mit einem Schlag beiseite. Jetzt kommt aber Selan erstmal an die Reihe und Feuer dürfte ja eigentlich sehr effektiv sein. Ja, zieht ordentlich ab. Oh, und die machen doch ganz ordentlichen Schaden. Ist glaube ich ganz gut, dass ich den Courage-Zauber gerade angewendet habe. Nur dabei. Oh, die machen überhaupt keinen Schaden. Beziehungsweise dieser Zauber macht überhaupt keinen Schaden. Einmal schnell. Die Abwehr stark erhöht. Sehr schön. Bomber. Ach, das sind jetzt 2 schon down. Okay, ich hab schon gedacht oder mitgerechnet, dass sie ein bisschen stärker sind. Oh, die können sich heilen, die Schweine. Aber nützt hier nicht mehr viel. Volltreffer und weg ist auch er. 12.000 Erfahrungspunkte. Not bad, not bad. Und weg sind die Drachen. Oder der Spiegel ist zerbrochen. Das war ja einfach. Aber der Spiegel ist zerbrochen. Der kann wohl nicht mehr benutzt werden. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Übrigens, was ist jetzt mit euch beiden? Habt ihr euch im Spiegel gesehen? Wir haben es uns anders überlegt. Nicht wahr, Maxim? Genau. Schade. Und wir gerade bei diesem Spiegel sind. Ich sehe Iris gar nicht mehr. Oh, stimmt. Apropos Iris, ja.
Kann sein, dass ich mich gerade täusche, aber Iris heißt doch auf Latein Spiegel oder so. Kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Stimmt, wo ist die? Die Monster haben sie nicht erwischt, oder? Ach ja, du weißt ja nicht. Sie ist mega stark. Und sie hat mächtige Zauber. Monster können ihr nichts anhaben. Tatsächlich? Sind ihre Zauber wirklich so stark? Sie ist irgendwie seltsam. Sie taucht ganz plötzlich auf und ist genauso plötzlich wieder weg. Hm. Lass uns zurück in das Dorf gehen. Ja. Und tschüss. Die beiden scheinen sich noch näher gekommen zu sein. Nein, sie waren schon immer so nah. Das stimmt wohl. Das war bestimmt Iris, oder? Jo, war klar. Meine Mission ist beendet. So, und jetzt stellt sie den Spiegel wieder her. Na, vielleicht hat Iris genau das gewollt. Nicht, dass die beiden sich in den Spiegel wirklich anblicken. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Es gibt kein Zurück. Nur wenn einer von ihnen nicht mehr ist, werden wir die Antwort erfahren. Ist es nicht so, Arek, mein Gebieter? Was zum... Das war gerade eine, wie man sah, völlig andere Person, die Iris da im Spiegel sah. Und jetzt kommt auch nicht mehr rein, schade. Was hatte das denn jetzt zu bedeuten? Und der Name Arek ist schon mal im Laufe des Let's Plays gefallen. Wir flüchten jetzt erstmal. Ich werde jetzt mal nicht sagen, in welchem Part, aber ziemlich weit am Anfang, wenn man das so sagen kann. Was das noch genau zu bedeuten hat, werden wir noch erfahren. Aber jetzt ist es auf jeden Fall spätestens jetzt amtlich, dass Iris nicht nur ein Geheimnis hat, sondern vielleicht sogar eine zweite Persönlichkeit. Wir sind zurück in Durinia. Gehen wir erstmal kurz ins Hotel. Hallo Leute, eine Übernachtung kostet 40 Goldmünzen. Wieso habt ihr nur drei Betten hier? Bis jetzt waren es immer zwei oder vier. Jetzt gibt es hier mal ein Mittelding, okay. Und war das hier mit dem Zauberladen? Wenn ja, ich glaube ja. Ja. Wie viel Goldmünzen haben wir eigentlich? Wow, 323.000. Dann können wir Abaddon doch locker kaufen. Sehr schön. Die verbesserte Form von Nodaba. So, dann haben wir hier eigentlich schon alles erledigt, oder? Habt ihr irgendwas Neues zu sagen? Ich glaube nicht. Ah doch, der hat hier was zu sagen. Diese Frau kam vor einiger Zeit hier vorbei und ging nach... Boah, was ist denn los? Und ging dann in Richtung Westen, nach Shada. Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel. Ich habe gesehen, dass euer Schiff kaufen kann. Damit könntet ihr eventuell die geheimnisvolle Unterseestadt erreichen. Was genau ist diese Unterseestadt? Ich habe nur davon gehört. Aber es soll Wesen geben, die unter Wasser leben. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, fragt den Dorfältesten in Shada. Fahrt nach Westen. Danke für die Hinweise. Das werden wir dann doch glatt mal tun. Richtung Westen. Diesmal habe ich sogar aufgepasst, in welche Himmelsrichtung wir müssen. Erstmal tauchen wir ein bisschen ab, damit uns über Wasser keine Gegner begegnen. Was ist hier? Achso, hier ist der Turm. Dann müssen wir noch ein Stückchen weiter Richtung Westen. Und ich schätze mal, wir müssen hier unter durch, oder? Um nach Shada zu kommen. Ich glaube, das war diese komische Insel hier. Genau, sonst können wir diese nämlich hier nicht erreichen. Außenrum alles Gebirge und sowieso abgeriegelt. Da unten ist ein Berg. Ich schätze mal, da müssen wir sowieso bald hin. Der nächste Dungeon. Wow. Und hier leben Drachen in der Wildnis. Ein Nachtdrachen und ein Blutdrachen. Ja, die Gegner werden langsam, aber sicher ein bisschen heftiger. Und eine richtige Herausforderung. Versuchen wir mal den Nachtdrachen hier zu plätten. Mal schauen, wie viel die aushalten. Boah, Thea macht auch gut Schaden. Und der kann Terror. Eine K.O.-Attacke, die auf alle geht. Und Guy aus den Latschen haut. Oh, Maxi macht überhaupt keinen Schaden mit seiner Waffe. Phönixsturm.
gleichen Animation wie der Phönixzauber. Und der haut auch kräftig rein. Ich sollte mal den Zauber Wailer für Maxim langsam aber sicher besorgen. Du Scheiße hier. Ein paar Heiltränke haben wir noch. Die beiden könnten wir auf den da draufhauen. Der dürfte nicht mehr so viel aushalten, meine Herren. Aber die Gegner werden wirklich langsam heftig. Ich hoffe, der macht jetzt nicht nochmal einen Phönixsturm, sonst geht Guy gleich wieder baden. Na, doll. Guy steht auf, um sich gleich wieder hinzulegen. Tjung! Und sehen auch was K.O. Ach du Scheiße hier. Nicht, dass wir hier wirklich an Drachen verrecken. Das kann doch nicht sein, so mitten in der Wildnis. Da muss unser Wailer mal wieder ein bisschen aushelfen. Bin jetzt mal gespannt, ob Guy wieder aufsteht. Tut er nicht. Also manchmal wirkt er, manchmal nicht. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Muss ich mich vielleicht mal off-air nochmal ein bisschen schlau machen. Aber Guy braucht die Punkte jetzt nicht unbedingt. Ich gehe sowieso gleich nochmal kurz ins Hotel, wenn wir in der Stadt sind. Und bei dem machen wir mit den physischen Angriffen nicht so viel Schaden wie beim Nachtdrachen. Oder ist das, weil das heilige Waffen oder so sind? Was tragen die eigentlich momentan für Waffen? Oh ja, Weiheschwert. Und Silberrute, ja. Alles klar. Macht Sinn. Gut, gehen wir erstmal ins Dorf. Schalla! Hey, Schalla! Gehen wir erstmal ins Hotel. Oh, und hier sind auch wieder nur drei Betten. Kostet hier allerdings nur 20 Goldmünzen. Hier kommt wahrscheinlich auch eigentlich niemand vorbei, oder? Wenn man kein U-Boot oder kein Flugzeug besitzt, kommt man hier eigentlich nicht raus, weder rein noch raus. Hi! Großväterchen hat gesagt, dass wir den Drachen bald besiegen müssen, aber die Stadt ist verloren. Wir haben doch schon zwei Drachen besiegt. Gibt es hier etwa noch mehr Drachen? Angeblich liegt nur keinen grausamer Drache. Dieser Drache ist die Inkarnation des Feuers. Man sagt, es sei der Feuerdrache der Hölle. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir diesen Drachen auch mal begegnen werden. Ruf mich, wenn ihr euch für etwas entschieden habt. Mal schauen, was du hast. Ein Mega-Schwert. Ein Schwert, für das du beide Hände brauchst. Fähigkeit Bomber. Oh, der Angriff geht fast um 100 Punkte nach oben. Was hat Maxim eigentlich gerade für eine Waffe? Ach, und ich habe vergessen, Hotel belebt ja keine Leute wieder. Müssen wir gleich nochmal... Ach, scheiß auch nicht in die Kirche. Heiltränke verwende ich sonst ja sowieso nie. Kann Maxim ihn nochmal kurz voll heilen und schon ist alles gut. Aber was für eine Waffe hast du denn? Die Duplex-Klinge. Das können wir ruhig ablegen. Ja, ich habe was gefunden, deswegen rufe ich dich jetzt auch. Neue Waffe, sehr schön. Eine Riesenaxt. Boah, geht der Angriff von Guy auch nach oben. Keine Zorneigenschaft. Ein Zirkonstab. Auch keine Zorneigenschaft. Lass mir mal. Ein Runendegen. Fähigkeit Bomber. Ne, das lassen wir auch mal, weil Atea und Selan heilige Waffen haben und die könnten uns in den nächsten Kämpfen nützlich sein, eventuell. Eron-Anzug. Ein Anzug aus Eronit. Heilschlaf. Heilt alle Verletzungen des Anwenders. Heißt das, dass er alle Zustandsveränderungen und sowas heilt? Bin mir jetzt gerade unsicher. Eine Eisenjacke. Naja, die Abwehr geht nur um 6 nach oben. Das ist nicht wirklich nützlich. Geistermütze. Das ist so ein Geistergegenstand. Scheint es auch so ein komplettes Ausrüstungsset von zu geben. Runenkralle. Schattenwand verhindert zeitweise die Kraft der Höllenattacken des Gegners, schützt nur den Anwender. Okay, jetzt auch nicht so berauschend. Ne, müssen wir alles nicht kaufen. Ah, hier gibt es noch einen Itemshop. Vielleicht hat er noch was Nützliches. Ah, kaufen wir eine Superwumme, warum nicht? Ein Drachenzahn. Greift alle Gegner an. Ich glaube, davon kaufen wir uns mal 10 Stück. Geld haben wir momentan ja genug. Vielleicht ja sehr effektiv auf Drachen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Sieht doch aus, als würde der Vulkan bald ausbrechen. Nee, das werden wir wahrscheinlich noch verhindern. Speichern wir mal ganz
kurz ab. Wie viel Spielstunden? 21? Jo, und eine halbe Stunde noch dazu. Wahnsinn, Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier vergeht, wenn man Luffy hier spielt. Ich sah einen großen Drachen nach Süden fliegen. Aus seinem Maul schossen Flammen. Der Elf ist nach Süden gegangen. Er versucht, den Vulkan zu stoppen. Ein unmögliches Unterfangen. Tja, und jetzt ratet mal, wer diesen Ältesten wahrscheinlich retten muss. Und wahrscheinlich hat dieser Älteste dann die Information für uns nach dieser Unterseestadt. So hat er eine, sie glaube ich, genannt, wie wir da hinkommen. Mein Großvater ist nach Süden zum Vulkan gegangen. Der Feuerwehr kann jeden Augenblick ausbrechen. Großvater hat gesagt, er wolle sich die Sache ansehen. Hoffentlich geschieht ihm nichts. Wir werden nach ihm sehen. Gute Tochter, schätze ich mal. Die Böse kommt vom Vulkan und sieht irgendwie seltsam. Man hat ja bloß nicht dabei gedacht, allein zum Vulkan zu ziehen. Der Feuerdrachen lebt auf dem Vulkan. Der Alte denkt, dass der Drache die Ursache für alles ist. Warum übernimmt sich der Älteste nicht? Er ist schließlich nicht mehr der Jüngste. Gott, hast du zum Glück nicht mehr so viel gesagt. Ich möchte auch den Feuerdrachen sehen. Dann komm mal mit. In die Hosentasche, ich schmeiße dich in den Vulkan. Gut, der Älteste scheint also wirklich hier zu sein. Und noch mehr Drachen können wir flüchten, Gott sei Dank. So schnell sind die nicht. Aber trotzdem wird dieser Berg hier, glaube ich, gefährlich. Der heißt nämlich schon Drachenberg. Und ich liebe diese Dungeon-Musik. Da oben ist schon mal der Schlüssel zu sehen. Ich schätze mal, dass das der Schlüssel ist. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht direkt hin, ne? Ne, der Weg ist uns natürlich noch versperrt. So, da haben wir noch einen Eingang. Und hier geht es noch ein bisschen höher. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um hier. Ah, hier auch der Hintergrund mit dem ganzen Wald und den Gebirge wirklich großartig gemacht. Und hier ist noch ein dritter Eingang. Na, einen vierten gibt es hoffentlich nicht doch noch, oder? Ah, wozu wurde das jetzt hier eingefügt oder eingeführt? Kommt man da sowieso nicht weiter. Gut, aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz unten an. Jeder fängt mal klein an, oder wie heißt es? Genau hier. Ich schätze mal, wir müssen uns erstmal die blaue Kiste da irgendwie beschaffen. Okay, hier geht's mal nix. Da ist ein Teleport. Aber an den Stein können wir nur in die Richtung verschieben. Ich schätze mal, hier werden wir am Ende wieder landen. Wenn wir den Dungeon beenden. Okay, hier können wir schon mal nichts machen. Dann Raum Nummer 2. Und ich glaube, in diesem Berg ist das schwerste Rätsel nicht, aber das zweitschwerste Rätsel im gesamten Spiel. Zumindest für mich. Ich habe damals wirklich Stunden gedauert, um dieses Rätsel zu lösen. Aber dazu mehr, wenn wir bei diesem Rätsel angekommen sind. Das sieht doch aus wie ein Pfeil, oder? Das Gras wächst nach. Die Tür ist wahrscheinlich verschlossen, so dachte ich mir. Wir gehen erstmal hier lang. Da haben wir einen Drachen. Und was ist das für ein Vieh? Venusfliege. Keine Venusfliegenfalle, nur eine Venusfliege. Ich glaube, die waren anfällig auf Feuerzauber. Deswegen hauen... Oder wollen wir erstmal Abaddon ausprobieren? Ne, wir machen erstmal Phönix. Auf die zwei. Und schauen, wie viel das abzieht. Kabams! Ja, ganz ordentlich. Hat hier nochmal mit dem Phönix hinterher. Jetzt können wir mal gut die Schadensverhältnisse vergleichen, wer der bessere Zauberer ist. Oh, Sedan. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Sedan so viel mehr abzieht als Atea. Confusio kann uns verwirren. Geht zum Glück bei einem daneben. Oh, Schaden mache ich nicht so viel. Da hatte ich ja noch alles im grünen Bereich. Wolfsklaue. Aber wir müssen unbedingt die nächste Stufe für Sunny erreichen. Mal schauen, was sie gleich zum Fressen haben will. So, du bist jetzt auch weg. Und irgendjemand wurde aufgestuft. Ich glaube, das war sogar Sunny. Ein Flederstein. Wir müssen hier mal irgendwas zum Essen geben. Haben wir eigentlich noch Bälle? Nebelball? Ne, magst du nicht.
Eine Wummel? Auch nicht. Krafttropfen brauchen wir nicht. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir verfüttern können? Eine Magienadel? Ne. Oh, Apfelsaft haben wir noch. Ach, den mag sie jetzt auch nicht mehr. Ach komm. Heilsirup, ach. Haben wir nur 5 Stück von. Das beste Heil-Item, das es im Spiel gibt. Ja, okay, eins können wir mal opfern. Für die gute Sunny, warum nicht? Ah, das Kraftwasser können wir auch mal verschwenden hier. Das brauchen wir nicht mehr. Eine Route, eine Route. Was wir nicht brav am Nikolaus? Oder warum willst du eine Route haben? Kraftsiro können wir mal behalten. Apfelsaft. Ach, jetzt magst du das wieder, ja? Hä? Okay, dann verfüttern wir mal den ganzen Apfelsaft. Das machen wir mal wieder eben im Schnellmodus. So, und da ist der Apfelsaft dann auch schon wieder leer. Magst du jetzt einen Nebelball? Ne, den magst du immer noch nicht. Ach, jetzt brauchst du wieder Draht. Einen guten Draht zu uns. Nimm mal die Tektokralle. Und die Silberweste. Und das Aquaschwert. Super lecker, sehr schön. Und jetzt können wir noch die dritte Stufe von Sunny, den Werwolf, miterleben. Bin gespannt, wie sie jetzt aussieht. Trommelwirbel. Was zur Hölle? Ist das ein Gargoyle? Oder was soll das denn jetzt darstellen? Stammflughund. Attacke 1, Destructor. Zweite Attacke, Mega Dreizack, Höllenflamme, Attacke 3. Das klingt doch nett. Okay, stärker sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Aber dich wollen wir erstmal im Kampf dann erleben. Okay. Gut, Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal wieder einen Schnitt. Beim nächsten Mal geht es hier im Drachenberg weiter mit Let's Play Lufia Rise of the Sinistrids. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Killer.